Erster Spatenstich für katholisches Schulzentrum St. Elisabeth in Leinefelde. Es soll rund 40 Millionen Euro kosten und in 3 Jahren fertig sein. Der Neubau bietet Platz für 1000 Schüler und 100 Lehrer und ist gleichzeitig Gymnasium und Regelschule. Das Bistum Erfurt wollte zunächst in Heiligenstadt bauen, das scheiterte aber an den Bedingungen vor Ort.